ist so geil dumm alles. Das ist so geil dumm. Ich finde das eigentlich geil, Davy, dass endlich mal nicht du und Patrick diejenigen sind. Ja, ich finde das richtig spannend gerade. Trimax, bitte nicht! Ja, Chat, was soll ich sagen, Alter? Ich habe ja hier angefangen, auf ganz wilder Basis diese Höhle zu bauen. So, die wird auch richtig schön werden, vor allen Dingen, wenn ich die jetzt hier mal an der Stelle hier versiegeln darf und schließe. Wir müssen uns jetzt mal überlegen, weil der Berg hier, der hat so eine hässliche K-Form. Wir machen mal Folgendes, wir buddeln erstmal hier. Wir machen erstmal hier so ein bisschen Platz und dann schauen wir mal. Ich guck mal ganz kurz. Okay, Patrick hat sich nicht getraut, irgendwas zu bauen. Das ist schon mal ganz gut. Das wird jetzt richtig eklig, weil das, Digga, also sowas natürlich zu bauen, ist immer eklig, finde ich. So, die Höhle soll so, wie gesagt, ein bisschen zwischen natürlich und künstlich aussehen. Deshalb auch der Cobblestone dazwischen. Viele Leute haben gestern gesagt, das passt gar nicht. Ich finde aber eigentlich, dass das schon einen ganz guten Eindruck macht, wenn ich ehrlich bin. Nee. Ihr seht ja, ich will das hier so ein bisschen als, ja, innere Höhle quasi gestalten. Hier oben soll so eine kleine Wohn-Area hinkommen mit eventueller Lager. Wobei das Lager würde ich wahrscheinlich hier eher nochmal eine Treppe nach unten bauen und dann hier irgendwo einen Lagerbereich hinmachen. Hier oben soll, wie gesagt, so eine schöne Artificial-Höhle entstehen. Oben wird dann, wie gesagt, das ganze Haus komplett in den Berg reingebaut. Und ich kann euch mal ganz kurz zeigen. Mein Plan ist ja folgender, komme ich hier überhaupt hoch? Mein Plan ist quasi, hier alles auszuhöhlen und hier oben ein richtig schönes... Was ist das denn? Alter, was ist das denn? Da muss ich kurz mitreden. Schönen guten Tag. Hi, moin. Hey, Revi. Alter, ganz kurz, Reeps, bist du gerade hier? Nein, leider nicht. Bro, ich schau mir gerade dein Haus an. Och nee, Digga. Ja. Ich hab's gesagt. Bro, ey, was ist denn das? Okay, Revi, Kampf gegen Reapers. Wenn du gewinnst, musst du über sein Haus abreißen. Hä? Nein, ich hab nicht so gute Rüstung wie der. Der hat bessere Sachen als ich. Das Haus ist eine solide -3. Digga, wer macht denn Feuer in einen Glascontainer, Reeps? Das sieht wirklich, das ist hässlich. Das sieht nur mein Haus, von wem du noch redest. Hä? Von wem ist denn das? Das ist ihre Bienenfarm, ne? Ach du Ich dachte, das wäre dein Haus. Aber erstens, okay. Das ist eine richtig geile Bienenfarm. Guck dir mal bitte genauer an. Baby, oh no! Und zweitens sieht... Okay, warte, ich schaue mir das Haus trotzdem mal an von das ihm. Ist das ist hinter der Bienenfarm, das Haus. Das ist noch schlimmer als die Bienenfarm? Bienenfarm ja. Sieht gut aus, tatsächlich. Ja, ich finde, also ich finde das Haus von Reapers noch... Also Max, die Bienenfarm bleibt dir hier so nicht stehen, sag ich mal. Die kann ja so nicht bleiben. Die sieht voll nice aus. Warte, guck dir mal genauer an. Alter, Reaps, was ist das denn? Ich bin nicht fertig, ich hab doch noch gar nichts gemacht. Du bist nicht fertig, aber Bro. Ich bin jetzt aber sicher von deinem Haus, ja. Mal kurz. Du meinst dieses abstrakte weiße Ding, was aussieht wie ein zerrüttetes Guggenheim-Museum? Bro, das erste Haus von Trimax war besser, wirklich. Schade, Mann. Schade, Reeps, wirklich schade. Wir haben hier echt uns Mühe gegeben. Die Bienenfarm ist ja so eine Sache, sag ich mal, ne? Aber da kann ich noch nicht drüber hinwegsehen. Ist eine Farm. Eine Farm und Aesthetic, das kann ich später nochmal fixen, Max, wenn du willst, ne? Die Farm ist nice. Guck mal, wie hübsch die mit den Blumen aussieht und alle. Ja, ich sehe halt, wie gesagt, nur eine brennende Wand. Ich brauch 11 Netherquarz, das ist ja wenig, oder? 11 Netherquarz ist nicht viel. Ich kann dir sogar ein bisschen was geben, Strobel, glaube ich. Ja, das wäre geil. Wie gesagt, 11 Stück reicht, dann hab ich die Dinger zusammen, die ich brauche. Ja, Strobel, dann komm mal ganz kurz zu mir ins Haus. Ich glaube, ich habe sogar ein bisschen was. Warte mal. Ich bin gerade bei der Bienenfarm. Strobel, ich habe genau 12 Netherquarz. Komm her. Bienenfarm, ich sehe dich. Komm mal her, hier runter. Hier sehe ich. Andersrum, dreh dich andersrum. Und lauf hier nach vorne. Geradeaus den Berg runter. Siehst du mich? Ja. Okay, komm mal mit. Ich zeig dir kurz mein Haus. Komm. Komm mal hier. Man geht hier so bei mir rein. Das hat gestern übrigens komplett alles gebrannt. Gestern alles abgefackelt hier. Man kommt hier rein und dann geht man erstmal hier so rein. Und hier ist so eine künstliche Höhle, wie du siehst. Mhm. Ist geil, oder? Das ist heftig. Und dann kommt da später noch oben. Also, es wird der komplette Berg wird ausgehöhlt. Kommt oben ein richtig fettes Haus drauf. Wird richtig geil. Ja. Auf. 4 Diamanten, hör mir gut zu jetzt. Ja, ja. 1, 2, 3, 4. Okay. Joecraft hat eine Insel gebaut, wo du ein Dia holen kannst. Ja. Und dann kannst du ein Unbreaking 3 Buch, Effizient 5 und Silk Touch kaufen für jeweils ein Dia. Also 4 Dias musst du in die Tasse legen und dann kannst du alles zusammen craften. Hey, du bist so geil, Kevin, danke dir. Wo ist die Insel? Ja, die ist links von den Bucht-Inseln da, ne? Ah, okay. Direkt bei uns an der Bucht. Irgendwo links rum musst du mit dem Boot fahren. Okay, geil. Haben die auch zufällig eine Lachsspitzverzauberung? Nee, ne? Lachsspitzverzauberung? Nein, eine Lackverzauberung, also dass man halt Lack hat auf Mining. Achso, du meinst Fortune, haben wir dort auch. Boah, geil. Bei Fabo ist es günstiger. Okay, vielleicht gehe ich kurz mit Fabo handeln. Ich komme sofort wieder, Jungs. Fabo, pass auf, ich habe 7 Diamanten, okay? Ich brauche eine Spitzhacke. Ich habe eine Spitzhacke mit Efficiency 5, ja? Da bräuchte ich Fortune drauf verzaubert. Ja. Und ich bräuchte eine Spitzhacke mit Silk Touch Mending. Ah, ne, Silk Touch und Mending macht keinen Sinn, ne? Doch, macht wohl Sinn, macht wohl Sinn. Kann ich aufladen also, in einem Mob-Farm. Kannst du in der XP-Farm. Richtig, genau. Ich bräuchte also eine Silk-Touch-Spitzhacke, Efficiency, Mending und Unbreaking. Weil ich wollte gerade bei Joecraft kaufen, aber die sind mir ein bisschen zu teuer, deshalb würde ich gerne zu dir.
Ja, eben, deswegen habe ich den Shop gemacht. Fortune 3 brauche ich, ne? Also auf die eine Pickaxe. Ja, eine Glück, eine Silk Touch. Ja, du hast hier schon eine im Inventar. Was ist da drauf? Da ist drauf Efficiency, Mending und Unbreaking. Warte, gib mir mal einfach deine Spitzhacken. Guck mal, hier müsste noch drauf Luck, Fortune, ja, genau, ne? Und hier müsste halt die komplette Silk Touch rein. Genau, die müsste komplett werden. Warte, ich mach das kurz. Aber warum klaust du jetzt hier die Bücher von denen? Das ist mein Shop. Ach, das ist dein Shop? Ja, der von Joecraft ist da hinten. Ich habe meinen Shop vor dem Shop von Joe gebaut. Das ist smart. Das ist ein smarter Move. Ich nenne die Loco Bubububu, die Pegger. Das ist ein cooler Name, oder? Ist ein chilliger Name, ja. Chillig und nice, sag ich mal. Hier. Was kriegst du von mir? Gib mir einfach 2 Dias. 2? Ja. Das ist ein Preis. Fabo, das ist ein Preis. Mit dir mache ich gerne Geschäfte. Och nein, Max, ey, Max, bitte. Trainings, bitte nicht. Bitte nicht wieder direkt neben meinem Haus. Bitte. Max, kannst du die Kacke... verkleidet die hübsch. Frag Gita. Nein, da kommt einfach wieder nur Glas drum. Dann ist da wieder das World Trade Center, was hier steht. Bitte, Trimix. Bitte nicht. Bitte, bitte ey, nicht. Ohne Witz, das ist besser als der Scheiß, der hier sonst nur ist. Oh Mann, die Bienenfarm da oben, die habe ich ja... Die toleriere ich noch. Aber bitte nicht noch eine Kaktusfarm neben meinem Haus. Bitte. Oh, Digga, nein. Nicht mit Glas. Bitte, bau da irgendwas drum, dass es aussieht wie ein Hochhaus oder sowas. Ey, doch, klar. Das wird aussehen wie ein Hochhaus. Trimix, bitte. Alter, nein, Digga. Trimix, bitte nicht. Bitte, bitte nicht. Nein, Mann, das wird... Ey, Revi, lass uns das mal fertig machen. Das wird nice, wenn es fertig ist. Das wird die übelste Designer-Kaktusfarm. Warte, Revi. Designer-Kaktusfarm. Let's go. Das ist der Titel der Folge. Revi, ganz ruhig. Hör zu. Boah, Jungs. Warum? Wir sind Profi-Kaktusfarmbauer. Da kannst du auch nichts gegen sagen, weil wir haben die größte Kaktusfarm überhaupt gebaut von allen Teilnehmern in Craft Attack. Wir wissen, wie das funktioniert. Jungs, bitte. Du hast da nicht so viel Ahnung von. Deswegen geh und sei ruhig jetzt. Weil die wird deine ganze Gegend schön machen. Die ist halt doch nicht schön. Es ist nicht böse gemeint, Max, aber können wir das nicht woanders hinsetzen? Die ist unfassbar schön. Warte, bis Cheetah damit fertig ist. Hast du mal unsere Kaktusfarm gesehen, die wir in Skyblock gebaut haben? Ja, hab ich. Ich hab mir Travis Kaktuskrieger mal angeschaut. Übertrieben mächtig. Jungs, ich hab keinen Bock mehr. Ey, G-Time, kannst du bitte, ich bin gerade wirklich so abgefuckt. Alter, du bist richtig depressed, ne? Junge, ich hab wirklich heute, ich hab gestern wirklich die ganze Zeit Holz gefarmt. Das ganze Holz ist weg, die ganzen 1000 Trapdoors ist weg, meine Ausrüstung ist weg, es ist alles weg, weil ich mich nicht ausgelöst. Was ist passiert, Digga? Junge, ich bin essen gegangen, hab vergessen einfach auf Disconnect zu drücken und bin einfach tot. Das ist auch einfach so dumm. Da lag, ich guck bei meinem Tod, da lag alles, ich hab gerespawnt, bin hingelaufen, alles ist weg, hä? Wahrscheinlich kannst du ja schon das Spiel nicht. Oh, huch. Ey, Alter, was ist jetzt gerade hier für ein Streit? Rumatra wird von Reapers getötet, Trimax will Chef Strobel killen. Reapers, gib doch bitte Rumatra jetzt die Rüstung wieder, komm. Rumatra ist einfach mit einem Feuerzeug gekommen und wollte meine Bude anzünden. Da werf ich jetzt aber, das Feuer werft einfach seine Rüstung jetzt. Was ist denn hier los? Digga, wenn jetzt Trimax Chef Strobel tötet, dann töte ich Trimax. So. Nein. Doch, ja, weil du hast mich auch einmal getötet, Trimax. Was ist hier für ein geiler Streit zwischen allen Leuten? Ja, Junge, wenn ich jetzt hier drin halt alles verliere, ist halt wieder alles weg. Geil, Mann. Trimax einfach meine Taktik geklaut. Ich weiß nicht, wo wir sind. Nein, ich kann uns einfach hier verlaufen. Das ist so geil dumm alles. Das ist so geil dumm. Ich will auch mal gucken, wenn der kommt. Warte. Scheiße, okay, Schwert. Wer hat ihm das gegeben? Lass einfach Humortras. Nein, ich bin tot. Ist das dumm, Alter? Das ist alles so dumm. Dieser ganze Streit zwischen allen Leuten ist so geil dumm. Boah, da kommt er wieder angeflogen, Alter, mit Highspeed. Lauf. Oh, daneben. Bist du ein Loser? Du bist so schlecht, was? Schade um den ganzen Streit hier, wirklich. Oh, jetzt gibt's eine Schlägerei. Wir versuchen noch alles rauszuspammen. Ich fand eigentlich geil, wie das endlich mal nicht du und Petrit diejenigen sind, die ich find das richtig spannend gerade. Ich find das richtig spannend, Digga. Der baut die Fenster ab. Macht er mir meine Scheiben kaputt. Trimax hat jetzt auch noch Chef Strobel gekillt, ne? Ja, aber das ist völlig berechtigt. Der Warum? Hat die Kürze gegrieft. Weiß ich nicht, ob das nicht ein bisschen too much ist. Wenn wir das nicht gemerkt hätten, dann hätte Chef Strobel da alles abgebaut. Das kann ich nicht glauben, Chef Strobel. Junge, wo ist denn dein Haus? Ich hab dein Haus da nicht mehr gesehen, wo das da sein Alter, soll. Der hat hier Feuer gelegt, ne? Du warst das. Was der will das nicht bauen, Feuer, Digga, mein Haus. Ich hab hier nichts gemacht. Er kann kein Feuerzeug haben. Bro, warum zündest du mein Haus an? Ich hab dem nichts gegeben. Ich habe kein Feuerzeug haben. Digga, natürlich kann er sich ein schnelles gemacht haben. Ja, aber er landet ja die ganze Zeit bei mir. Ja, Bro, aber am Spawn kann doch jemand auf ihn warten und das geben einfach. Ich bin unschuldig, siehst du?